So, damit herzlich willkommen zurück zu einem brandneuen Minecraft-Video hier auf meinem Kanal. So, also nochmal kurz hier in die Frontperspektive gewechselt, dass ich euch offiziell halt begrüßen kann in dem Video. Ach komm, gut. Und zwar heute, das heutige Thema dreht sich um, zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Minecraft spielt auf dem Server oder mit mehreren Spielern auf einer Welt, kann es doch manchmal sein, dass einer euch einfach mal beklaut. Also, und hier möchte ich euch zeigen, wie ihr richtig fiese Minecraft-Fallen bauen könnt. Dafür brauchen wir ein paar Redstone-Utensilien. Einmal eine Redstone-Kiste, dann brauchen wir Redstone-Fackeln, Redstone an sich, einen Redstone-Vergleicher, einen Redstone-Verstärker, vielleicht auch einen Hebel, obwohl nie einen Hebel braucht man, glaube ich, nicht. Und vielleicht einen Dispenser oder einen Spender. Und auf jeden Fall TNT. Also auf jeden Fall, vielleicht kennt ihr das. Ihr habt hier so eine Redstone-Truhe. Oder ihr wollt euren Kumpel mal richtig fies pranken oder halt verarschen und ihm eine Falle stellen. Viele machen das wahrscheinlich so. Warte, ich kann es euch kurz zeigen. So, ich grab hier mal kurz ein Loch. So, hier machen sie es so. Ein TNT-Block. Und eine Pressure Plate. Das ist allerdings nicht so eine gute Wahl, weil das ist einfach die langweiligste Version von Falle ever. Weil das kann man so einfach triggern. Das ist auch so extrem offensichtlich. Eine gute Falle ist aber, wenn ihr euren Kumpel mal richtig pranken wollt, ihr packt TNT und dann sagt, er hat wahrscheinlich eine Kiste mit Utensilien. Ihr nehmt die Utensilien raus, baut die normale Truhe ab, ersetzt sie durch eine Redstone-Truhe. Und zwar hier, die sieht auch ein bisschen anders aus, so eine Truhe hier. Hat, glaube ich, so bei dem Rand hier, also bei dem weißen Rand hier, glaube ich, so leicht einen roten Rand oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Anfang an schon so ist oder ob das bei anderen auch so ist. Auf jeden Fall nehmt ihr ein TNT, baut ein bisschen Erde drüber und wenn er zum Beispiel jetzt da zugreifen will, zündet sich das TNT und ihr könnt daraus eine richtig fiese Falle bauen. Also ist eine ziemlich coole Falle. Ist eigentlich noch die simpelste. Also für so Anfänger könnte ich euch diese Falle empfehlen. So, ich schmeiße mal kurz, was ist denn? Die Redstone-Truhe braucht man, glaube ich, nicht mehr. So, weg damit. So, dann die nächste Falle. Und zwar, was sagt, ihr könnt auch so eine richtig fiese TNT-Falle bauen damit. Ihr nehmt einfach so eine, ich stelle es jetzt mal so da. Da oben drauf wäre jetzt quasi so eine Art, was ist denn da drauf? Auf jeden Fall nehme ich hier so was. Dann nehme ich das. Oder anders gesagt, jetzt gehe ich hier hin. Moment, wie macht man das nochmal? Verdammt, ich hab's verlernt. Sorry. So. Baue ich da oben drauf eine Fackel. Hier oben drauf dann eine Fackel. Oben dann eine Fackel. So. Das ist jetzt nur so eine minimalistische Version davon. Und zwar, ach, das ist so. Ihr baut hier wie eine kleine Plattform. Etwa so, 3x3. Dann baut ihr hier eine sogenannte Redstone-Uhr. Die baut man nämlich so. Dann verbinden wir den, das ist nämlich der Redstone-Vergleicher. Und den, wenn ihr eine fiese Falle bauen wollt, jetzt, wo schnell was passieren muss, dann nehmt ihr am besten den hier, den Redstone-Vergleicher. Dann nehmt ihr zum Beispiel den Dispenser, packt da ein bisschen TNT rein. Und jetzt, wenn ich hier wieder eine Redstone-Fackel zum Beispiel hinplatziere, ich hoffe, das funktioniert, weil sonst wüsste ich nicht, wer uns baut. So, jetzt, so geht's. Da, aufgepasst. Boom. Das ist eine richtig fiese Falle. Wenn ihr einfach quasi so, und wenn ihr es dann heimlich macht und das dann über weite Entfernung, das kann dann richtig fies sein. Okay.
Also jetzt haben wir hier die ersten zwei Fallen. Sind vielleicht ein bisschen kompliziert. Oder anders gesagt, das mit der Kiste, mit der Redstone-Kiste einfach ein bisschen eine gewisse Anzahl von TNT drunter. Ist eine ziemlich simple und einfache Falle. Das hier mit dem Komparator, das müsste ich schon ein bisschen euch ein bisschen mehr mit Redstone auskennen. Ihr habt es gesehen, ich musste gerade auch ein bisschen raten, wie man es hinkriegt. Sorry. Also auf jeden Fall hier für die Redstone-Uhr müsst ihr halt hier das Licht anhaben. Dann hier es hinkriegen, dass das Redstone, dass es halt ein Redstone-Signal gibt. Und dann, wartet, ich mache es nochmal kurz. Hier kurz Redstone. Zack, dann wird das hier umgeleitet und das Ding schaltet sich an. Und zwar übelst heftig. Hier, wartet. Ich mach's doch mal aus. Mach's noch mal an. Das sitzt weird. Ausmachen. So, jetzt ist es aus. Dann nehme ich hier eine Redstone-Fackel. Weird. Das ist gerade ein bisschen weird. Das ist komisch. Wieso funktioniert das nicht? Sehr komisch. Ach, stimmt jetzt so. So macht man eine Redstone-Uhr. Ihr packt den Komparator so hin, macht das eine Licht an und baut dann hier halt noch drei rundherum. Damit sie nur noch ein Redstone-Signal haben und fertig ist die Falle. Ist eigentlich eine ziemlich miese Falle, ganz ehrlich. Oder auch eine Art, eine TNT-Falle zu stellen, ist zum Beispiel, wenn ihr in einer Mine seid. Oder halt, es gibt verschiedene Variationen von Fallen. Es gibt quasi Gazillionen oder sogar noch mehrere Varianten, eine fiese Falle zu bauen. Jetzt baue ich euch mal hier das Szenario nach. Ihr seid so ganz tief in der Mine und dann findet ihr Diamond Erz, also Diamanterz. Das ist natürlich schon nice, wenn ihr Diamanterz findet. So, ich baue hier mal kurz ein Dach. Danke, ich kann super bauen. Ja. Nicht wirklich, ja. Baue ich hier mal kurz einen geschlossenen Raum. Zumindest versuche ich's. Baue ich hier auch noch zu. So. Und dann werden wir hier mal zum Beispiel, was viele ja geil finden, ist so Diamond Erz. Das ist halt ein ziemlich fieser Köder. Und zwar nehmt ihr hier eine Redstone-Fackel hin. Und wenn der Spieler sie dann abbaut, geht ihr diese Redstone-Fackel auch kaputt. Und dann kriegt das hier oben ein Signal. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier irgendwie TNT darüber packen. Das kann ich ja euch kurz demonstrieren. Jetzt bin ich so ein unerahnter Spieler. Hier so, lalala. Geil, Diamond! Hey, boom! Das ist auch eine, eigentlich noch relativ einfache Fackel. Man muss, oder was sag ich da? Fackel, Falle. Mann, ich mit meinem Deutsch heute. Vielleicht werden wir auch mal, werde ich vielleicht mal bei einem Kumpel hier so zusammen das spielen, ein bisschen Minecraft. Vielleicht werde ich ihn manchmal mit so einer Falle trollen. Wäre doch mal, ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gerne sehen wollt. Wenn ich sowas machen soll mit so ein paar Redstone-Fallen, mein Kumpel dann so ein bisschen trollen will oder soll. Oder auch eine ziemlich miese Falle ist zum Beispiel das hier. Also ich habe das aus dem Video. Also das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das habe ich von einem YouTuber bekommen. Das habe ich bei einem YouTuber geschaut. Könnt ihr ihn auschecken. Er heißt Golden Armor. Hat auch ziemlich coole Minecraft-Videos. Und alles, was sich so ein bisschen um Minecraft dreht. Zum Beispiel, wenn es, was weiß ich, TNT-Rüstung geben würde. Wäre doch auch interessant. Oder Knochenrüstung. Oder etc. Weil ziemlich viel hat er. Ziemlich viele Videos. Oder wenn es eine Herobrine-Rüstung geben sollte. So. Oder halt, das ist jetzt meine überarbeitete Variante davon. Und zwar packt ihr, braucht ihr dafür einen, diesen haftenden Kolben. Den packt ihr hier so hin.
So. Dann macht ihr es so, dass da ein Redstone-Signal ist. Zum Beispiel jetzt. Ich mache es mal per Hebel. Sonst funktioniert es nicht. Ich mache kurz einen Dispenser raus. Ich mache hier einen Hebel hin. Oder man geht es auch so. Okay. Das geht auch so. Und dann braucht ihr ein paar Schilde. Ist eigentlich noch ziemlich günstig. Natürlich müsst ihr nichts draufschreiben. So, zack und zack und zack und zack. Ist eigentlich noch auch eine ziemlich fiese Falle. Und auch, wie schon gesagt, ziemlich günstig. Braucht einfach genügend Schilde. Wenn ihr natürlich eine größere Variante machen wollt, könnt ihr das. Braucht einfach unzählige Schilde. Und ihr müsst die halt richtig setzen. So, dann haben wir es auch gleich. Sorry, das ist jetzt ein bisschen viel Information, ich weiß, aber wenn ihr gut sein wollt mit Pfeilen, könnt ihr es ruhig auch mal pausieren, das Video. Und dann baut ihr eine Art Fläche von Sand darüber. Und das ist eine richtig miese Falle. Das ist mal richtig mies. Und zwar, ich muss dann nur noch den... Moment. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Indem ich hier irgendwas drauf stelle. Vielleicht, was stelle ich denn drauf? So einen... Stelle ich denn drauf? Über das Skelett. Einen Evoker oder halt einen Magier. Jetzt lege ich den Schalter um und BOOM! Die ganze Fläche fällt zusammen. Und ihr könnt das dann so riesig machen, wie ihr wollt. Und ihr könnt auch dann, weil ich hier auf einer Flatmap spiele, ist es halt nicht so tief, aber ihr könnt daraus eine richtig fiese Falle bauen. Ganz ehrlich. Daraus kann man eine richtig fiese Falle bauen. Vor allem, wenn ihr dann noch ganz tief unten, weil es gibt so ein, das ist auch so eine Falle von ihm. Und zwar, wie soll ich sagen, halt, oh, eine muss ich euch auch noch zeigen. Eine Falle ist richtig fies. Richtig, richtig fies. Und zwar, zum Beispiel, wo hab ich's denn? Aha, da. Stein. Dann brauchen wir Wasser. Wasser brauchen wir. Was ist denn ein Wasserbucket? Waterbucket. Wir können es auch damit Lava machen. Es gibt unzählige Variationen, wie man das machen kann. Brauchen wir auch ein Schild und ein Glas. Ein Glasblock, keine Glasscheibe, weil sonst funktioniert die Falle nicht. Ich baue da mal kurz zu. Pack mal hier, ist wie so eine Art Tunnel. So, bauen da Lava hin. Oder wenn ihr halt auch schon einen Tunnel habt mit Lava, dann macht ihr hier ein Schild. Macht darüber einen Waterbucket. Und das ist richtig fies. Das ist eine richtig fiese Falle. Zack, zack, ich mach's ein bisschen größer. So. Ich nehme mal kurz das Wasser nochmal weg. Dann baue ich hier nochmal ein Schild hin. Dann mache ich hier so. Dann mache ich hier halt Wasser drüber. Dann bauen wir hier wie so eine Art. Hier halt ein Glas. Das braucht man auch. Das bauen wir besser aufs Wasser drauf. Du hast gesagt, das ist besser, wenn das Wasser ein bisschen. Shoot, jetzt habe ich es ein bisschen zu tief gesetzt. Nein! Verdammt! Nein! Shoot! Nein, das Wasser ist durchgekommen, verdammt! So. Jetzt ist hier wieder, unten wieder trocken. Ja, es ist vielleicht ein bisschen doof. Nein, kein Wasser! Kein Wasser! Ich will Lava hier unten. So. So. Und zwar, am besten ist es, wenn es so mindestens zwei Blöcke tief ist. Dann baut ihr hier ein Glas hin. Und zum Beispiel könnt ihr jetzt hier so eine Art wie Ausgang bauen. So. Zum Beispiel könnt ihr so wie einen Pro damit ein bisschen nerven. Oder ein bisschen ärgern. Und zwar, das sind ein paar Fallen, wie man einen Troll easy trollen
rollen kann. Und zwar, ich baue mal den Turm ein bisschen höher. So. Und jetzt, da ja da ein Glas unten ist, kann ich hier ganz einfach runterspringen. Ich werde im Glas landen. Ich gehe hier raus, baue das Glas ab. Und wenn ich jetzt runterspringen würde, also das war jetzt vorhin der Noob, das ist eine ziemlich einfache Falle für Noobs. Oder fünf Arten, wie man einen Troll, nee, einen Troll, nicht einen Troll, einen Pro trollen kann. Also. Und jetzt bin ich der Pro, ich will auch runter, boom. Ich klatsche durch das Wasser durch in die Lava. Das ist doch mal eine miese, das ist eine richtig fiese Falle. Aber ist auch noch relativ günstig. Ist auf jeden Fall auch eine ähnliche Variante wie das hier. Pisten. Aber es gibt auch noch eine andere mit Wasser. Und, aber die zeige ich euch jetzt nicht. Das wird wahrscheinlich so mehrere Parts geben, wo ich euch vielleicht immer wieder mal neue Fallen zeige. Also, ich würde euch, wenn ihr eine ganz simple wollt, einfach diese Truhenfalle empfehlen. Eine Truhenfalle, damit kann man nichts falsch machen. Oder auch eine andere Variante von einer richtig fiesen Falle. Das habe ich. Ich mache es genauso wie Golden Armor, das so dargestellt hat. Ich brauche ein paar Tracks, ein paar Schienen. Ich brauche kein Glas. Ich brauche nicht das. Ich brauche nicht das. Ich brauche nicht das. Ich brauche aber ein paar Redstone-Blöcke, damit ich das so antreiben kann. Dann baue ich hier so das. So. Brauche ich hier wie so eine Art Schiene, die immer wieder hin rundherum fährt. Und ich packe dann einen Mob rein. Was für einen Mob packt man denn da in den Minecart? Das ist jetzt die Frage, wollen wir einen Villager? Nee, warte. Ich mache wieder einen Magier. Blöde Magier, ey. Blöd, Mann. So, dann schiebe ich dich mal an und du kannst ein bisschen hier rundherum düsen. Aber du wirst bald nichts mehr zu lachen haben. Das kannst du mir glauben, Kumpel. Und zwar brauchen wir wieder mal die Dispenser und keine Kakaobohnen. Wir brauchen wieder unsere gute alte Redstone-Uhr. Das kann man nämlich, diese Falle kann man auch aus weiterer Entfernung auslösen. Und zwar brauchen wir noch Pfeile. Und zwar haufenweise Pfeile. Ich nehme mal vielleicht. Ich mache die Falle jetzt mit so vier Dispensern, aber man kann es natürlich auch mit mehr machen. Und zwar gehe ich hier ein bisschen hoch. Baue das so hin. Also hier so. Oder nee, ich mache es mit 6. Bum, bum, bum. Oh nee, warte. Mit 5. Weil dann bindet es auch die ganze Plattform damit ein. Oder die ganze Strecke, die der da andauernd hin und her fährt. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Ich glaube, das ist ein bisschen zu nahe. Aber wir werden es ja gleich sehen. Und zwar brauchen wir noch was. Hier wie so eine kleine Plattform, wo wir dann diese Redstone-Uhr aufbauen. Ja, und das nennt man Redstone-Uhr. Diesen Mechanismus. So, dann bauen wir hier noch wie ein bisschen Stein. Dann bauen wir da ein bisschen Stein noch oben drauf. Ducken uns natürlich. Und bauen hier oben nochmal drauf. Und dann verbinden wir das Ganze mit Redstone. Alter, ich hab mich doch geduckt. So, dann packen wir da überall Redstone drauf. Gehen hier wieder runter. Das ist netzlos. Jetzt höre ich ein bisschen zu hoch. Ist wahrscheinlich zu hoch. Dann packen wir das hier wieder so hin. Verbinden das jetzt noch mit so. Ich glaube, das kann man nur mit so Verstärkern machen, wenn man es so macht. Also ich versuche jetzt mal mit Verstärkern. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, dann nehme ich die. Dann ist die Falle eigentlich schon ready. So, ich brauche noch mal ein paar Pfeile. So. Platz für 9 Stacks. Den hier mal mit einem Stack befüllen. Den hier mit einem Stack befüllen. Den hier. Den hier.
den hier. Dann hole ich mir noch mal kurz den Stack. Da. So, zack. 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 Und zack. So. Jetzt ist die Falle schon bereit. So, dann nehme ich mal kurz den Hebel zur Hand. Und das ist eigentlich eine... Die braucht wirklich ein bisschen Redstone-Erfahrung. Also da muss man wirklich... Wenn man da ganz neu ist... Ist das ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall, jetzt aktivieren wir sie. Und jetzt schießen da hunderttausende Pfeile raus. Und wie ich befürchtet habe, es ist zu weit weg. Aber damit kann man zum Beispiel... Pro übel trollen, wenn man das einfach... Zum Beispiel haben die das so in der Wüste gemacht. Ist der dann da so ein bisschen umhergedüst. Und dann haben da... Das sind natürlich noch viel mehr gewesen. Von so einem Art... Von der Wüste, von so einem Berg runter hat es dann Pfeile quasi geregnet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hat wirklich quasi Pfeile geregnet. Baue ich es halt nochmal auf. Ein bisschen kleiner. Ihr seht, diese Fläche, die das Ding hier einbindet, ist unglaublich. Der Typ da hinten bleibt natürlich verschont. Der Typ kann jetzt aktuell... Ja, danke, dass du vorhin für das Sandfallen-Experiment da warst. Boah, warte. Mit dem Typ machen wir noch was Fieses. Ich weiß genau schon was. Und zwar brauchen wir wieder ein Minecart und wieder einen... Was nehmen wir denn diesmal? Nicht schon wieder einen Evoker, also nicht wieder einen Magier. Was nehmen wir diesmal? Ich glaube, das ist doch die zweitletzte Falle, die ich für heute noch vorstelle. Ich würde sagen, wir nehmen einen Villager. Einen Villager. So, jetzt fahrt er mal ein bisschen umher. Ja, ist halt nicht so schnell wie der Typ. Aber umso besser für uns. Und Feuer! Da! Oh Gott! Ich treffe mich auch selbst! Hä? Nein! Das ist mal eine richtig fiese Falle. Shoot, so keine Munition mehr, verdammt. Aber wie ihr seht, Alter, damit kann man so fiese Sachen tun. Da kann man so fiese Sachen anstellen. Aber sowas kann man auch dann als so eine Art Redstone-Kanone benutzen. Das zeige ich euch noch kurz. Das zeige ich euch noch ganz kurz. Und zwar brauchen wir hier vorne Wasser. Ganz einfach. Brauchen wir hier vorne wie Wasser. Brauchen wir hier vorne wie so eine Art Plattform. Als TNT. Oder anders gesagt. Das müssen wir... Diese Dispenser müssen wir eine Reihe weiter nach vorne verschieben. Weil sonst funktioniert es nicht. So. Dann mache ich mal kurz das Redstone ein. Und zwar, dann brauchen wir noch so Slabs. Also solche Stufen brauchen wir auch noch dafür. Ich hoffe, dass ich jetzt euch nicht damit langweile mit dem Video. Weil ich war es ja damit, wollte ich euch so ein bisschen mehr, so ein bisschen was mit Redstone-Fallen zeigen, wie ihr eure Spieler richtig, richtig nerven könnt. Dann brauchen wir Wasser. Ein Wassereimer. So, dann sind die mal, ist das mal bereit. Dann ist das schon mal fertig. Halt die Klappe da unten, Depp. So, dann brauchen wir wieder die Dispenser. Dann werden wir sie hier oben wieder aufstellen. Aber werden sie diesmal nicht mit Pfeilen, sondern mit TNT bestücken. Das wird für einen ordentlichen, knallharten Abschluss sorgen. Ja, schlechter Wortwitz, ich weiß. Also, dann werden wir mal ein paar Villager. Nee, der Villager da hinten reicht. Und dann werden wir das Ganze nochmal mit TNT befüllen. So ist denn das ganze TNT, stimmt es hier unten. Lalalala. Natürlich könnt ihr das auch automatisch irgendwie beladen lassen, wenn ihr sowas mit Tracks und so hinkriegt. Wie das mit so diesen Trichterloren oder Güterloren, irgendwie die mit TNT befüllt und irgendwie drüber fahren lasst. Dann unter der Schiene so, wie soll ich sagen. Das ist ein ziemlich komplizierter Akt. Ich werde das vielleicht auch mal versuchen, aber ich kann nichts versprechen. So, dann befüllen wir. Lol. Was haben denn die da unten noch? Weird.
Die anderen haben aber noch. Hä? Was zum Teufel? Sind die nicht aktiviert? Also auf jeden Fall sind sie jetzt mit TNT befüllt. Ich werde jetzt die anderen, die letzten vier noch bestücken. Wenn es falsch geht, dann ist meine Schuld. Dann geht halt dieser Traum in die Luft. Ach komm, ich platziere jetzt noch ein paar Villager hin, weil sonst haben wir ja kein Ziel oder so. So, sind denn die? So ist der Villager. Da sind die Villager. Wo sind die Villager? Da sind die Villager. Villager, 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 Villager. Ja, hoffenweise Villager. Und jetzt werden wir die TNT-Kanone ausprobieren. Los! Oh oh. Ah! Oh oh. Oh oh. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Oh Gott, das ist gar... Oh nein! Ich hab doch vergessen, weil die zünden ja quasi gleichzeitig. Ich bin einfach dumm. Oh Gott, nein! Oh Mann, Homette, die. Okay, das war ein TNT-Unfall und keine Kanone. Ach komm, das versuche ich jetzt nochmal. Come on, das war einfach. Das war ein kleiner Richt. Das war. Da habe ich nicht zu Ende gedacht. Ich habe vergessen, dass das TNT. Dass das sich dann halt nachher noch zündet. Oder dass ich bei den oberen Dispensern wie noch ein Verstärker hinbauen muss, der kurz wie das Signal ein bisschen später leitet. Weil das TNT muss natürlich dann auch noch pium, irgendwo hinfliegen. Weil sonst jagt man an sich einfach die ganze Kanone hoch. Oder sich selbst, wenn man das hautnah erleben will. Wieso sind die fast inaktiv? Okay, jetzt kapiere ich, wieso die kaum gelaufen sind. Die sind komplett im Arsch. Die sind komplett kaputt, hey! Komplett kaputt! Ach du Schande, hey! Mach ich's halt nochmal. Hol ich mir noch ein paar Dispenser, Mann! Ich habe eigentlich sowas von gar keinen Bock drauf, aber für euch tue ich's. Für euch. Für meine Abonnenten tue ich das. Und ich habe es letztens mal geschafft, den 4-5 in Five Nights at Freddy's 1 zu schaffen. Also ich habe ihn geschafft. Den 4-5. Also nur 5. Deswegen habe ich es doch 4-5. Habe ich endlich durch viel Glück geschafft. So, die ist nicht mehr so ganz voll. So, die fülle ich mal nach. Der ist noch voll. Der ist aber nicht mehr voll. Der ist nicht mehr voll. Jetzt ist alles wieder befüllt. Und ich hoffe, dass ich diesmal keine verdammten Drecksfehler baue. So, ich brauche noch mal kurz Stein. Wo ist ein Stein? Da. So, da ist Stein. So. Dann brauchen wir wieder einen. Dann brauchen wir wieder Redstone an sich. Und wieder einen. Einmal Vergleicher, Verstärker und Redstone-Pulver. Okay, hier bauen wir wieder unsere Mauen. Alter, bin ich eine Katze oder was? Nur zur Info, ich bin keine Katze. So. Das sollte vom Abstand her richtig sein. Ich hoffe es zumindest. Nee, warte. Nee, 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 warte. Ich baue hier zwei mit diesem Abstand hin. Das sollte schon reichen. Ich hoffe es zumindest. Weil nochmal nachzubauen, habe ich gerade keine Lust drauf. Okay. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Oh, shoot, da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein Loch. Das war ein ziemlich unerfreuliches. Was ist denn das? So. Repariert. Die Cannon ist ready. Aber da sind keine Ziele mehr am Platz. So. Ich spawn noch mal ein paar Villager. Ich hoffe, dass es endlich nun geht. Wenn es jetzt noch mal fällt, dann könnt ihr mich ruhig Dummkopf in den Kommentaren nennen. Aber erst dann, wenn ich es selbst ausprobiert habe und es auch nicht klappt. Erst dann könnt ihr mich Dummkopf nennen. Okay, go! Hä? Hä? Aus! Ah! Los!
LOL! Oh Mann, ich Idiot! Ich hab vergessen, da braucht sie noch einen Redstone. Was ist das überhaupt? Ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, das geht normalerweise auch. Go! Go, go, go! Ja! Ja! Ah! Oh Gott! Ah! Ah! Nein, 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 nein! Okay, 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 okay. Also es klappt. Also es hat größtenteils funktioniert. Ich werde das jetzt nochmal nachladen. Ich werde nochmal aufladen. Weil unten ist mir jetzt der Sprit ausgegangen. Unten fehlt mir jetzt ein bisschen TNT. So, das füllen wir nur kurz nach. Dann werden wir es nochmal ganz genau betrachten. So. Auch bin ich ein bisschen verwirrt, bin, wieso sich die beiden hier nicht richtig entleeren. Da bin ich echt ein bisschen verwirrt. Ein bisschen confused. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hä? Ich bin ehrlich gesagt wirklich gerade ein bisschen verwirrt, wieso das nicht richtig läuft. Okay. Here we go. Okay, 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 okay. Wow! Nein! Scheiße! Was zum Teufel? Ich glaube, ich muss mir das nochmal anschauen, wie die Kanone funktioniert. Ja, ihr könnt mich jetzt wirklich so einen Kopf nennen in den Kommentaren. Aber erst wenn ihr es selbst versucht und es auch nicht geschafft habt. Nur dann. Ansonsten will ich nicht Dummkopf lesen. Also auf jeden Fall, ich hoffe, dass dieses bombastische Video, ja, der war schlecht, dass euch dieses fabulöse Video gefallen hat. Wenn ihr nochmal so ein paar Fallen haben wollt oder ein paar Fallen-Tutorials haben wollt, wie ihr eure Minecraft-Spieler richtig nerven könnt, dann Daumen hoch. Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und Kommentar schreiben. Also, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.